Ja, hier ist er wieder, euer Borgard. Ich bin hier auf der Karte Heiliges Tal unterwegs. Das Ganze ist ein Standardgefecht. Jede Seite besitzt eine Arti. Ich selber fahre den amerikanischen T-67 Panzer. Das ist ein 5er Tank Destroyer, sprich Panzerjäger. Man kann zu ihm sogar Jäger sagen. Wieso das Ganze? 61 km/h schnell. Verdammt flott die Kiste. Auch im Anzug. Und ich habe hier die Endkanone verbaut. Das ist eine 76mm Kanone. Die macht 115 Schaden im Durchschnitt mit Panzerbrechen und Goldgranaten. Und wenn man eine HE-Granate lädt und da wirklich beim Gegner durchkommt, macht sie im Durchschnitt 185 Schadenspunkte. Ja, die Standardmunition hat 128mm Durchschlag. Die Goldgranate hat 177mm im Durchschnitt an Durchschlag. Und die ominöse HE-Granate mit mega Schaden für seine Tierklasse und dieser Schussfolge hat nur 38mm im Durchschnitt an Durchschlag. So, die Panzerwanne rundherum ist mit 12mm gepanzert, was ein Witz ist. Oh, wer kommt denn da? Eine Murmel. Noch eine Murmel. Und? Das kannst du besser, Borgel. Das kannst du besser. Danke für den Fahrfehler, mein Freund. Da hat der Lux einen Fahrfehler gemacht und ist geplatzt. Tja. Oh, Turmpanzerung komme ich gleich zu, Jungs. Mädels. Upsa. Okay. Sorry. Ja, Turmpanzerung frontal 25mm. Seitlich und am Heck wieder 12mm. Und ihr seht, einen offenen Turm hat der Vogel hier auch noch. Also die Panzerung kann man vergessen bei diesem Fahrzeug. Er lebt davon, aus der Entfernung zu supporten, zu unterstützen oder einfach mit Vollgas auf den Gegner zu gehen. Er ist schnell, er ist rasant. Also sein Job ist, auf Entfernung zu unterstützen oder auch mal schnell von links nach rechts zu flitzen, um hier und da auszuhelfen. Oder auch in der ersten Reihe, wie hier, durchaus mal den Gegner zu bearbeiten. Mit ordentlich Schwung und Druck, wenn das Team mitspielt. Halt die Kanone sprechen zu lassen. Ihr merkt schon, seine Schussfolge ist sehr schnell. Man kann auch leicht und locker seine Munition, die er an Bord hat, vorm Ende des Gefechtes schon rausgeschossen haben. Also, wie ihr seht, das geht hier rucki zucki, eine Granate nach der anderen. Die Gegner werden da nicht mehr rauskommen, gehe ich von aus. Wen haben wir denn da? Oh, einen fetten KV-85. Und der hat mir so eine gedroschen, dass ich eigentlich platze. Und jetzt will er doch abhauen, dann guckt er nicht zu mir, also hinterher. Abpraller. Na, ein Blick noch hinterher, vielleicht klappt das. Und die habe ich nochmal richtig schweigend. Mit meinen neuen Strukturpunkten. Die Arti hat mich nur ansprechen müssen, wäre ich geplatzt. Und ein Blindschuss muss bei der Arti wohl auch getroffen haben. Also mit neuen Strukturpunkten bei der ersten Reihe. Ich werde auf dem KV-85 treffen, wo ich ähnlich durchkam. Das sind hier 6er Heavy Tank. Also Goldgranaten rein. Wenn wir schon platzen, wollen wir auch ein bisschen Schaden machen. Sag ich hier mal. Das war nix, aber vielleicht am Kommandantentürmchen, Luke. Da komme ich durch mit meiner Goldmurmel. So. Auf wen können die noch treffen? Ach, die sind nicht so stark gepanzert, die jetzt im Nahbereich sind. Dann nehmen wir eine billige Standardgranate. Hauen wir mal blind eine hin. Noch einen hinterher. Und ein bisschen bewegen. Ihr seht, wie schnell der hier im Anzug ist. Wendig ist er auch. Oh oh. Da brauche ich wohl Goldgranaten. Für den Vogel. Und zum anderen, ich habe nur noch 2 Standardgranaten. Die kann ich mir ja für, ne?
anderen Fall aufheben hier für die Hellcat. Upsa. Für die Hellcat aufheben? Da laden wir doch um. Die billige für die Hellcat. Und die teure nachher für den T-150. Nicht, dass ich da nur dran abprall am 150er. Und mit meinen neuen Strukturpunkten hier wirklich im Gefecht drin. Auto eben mal reingenommen. Und da ist er wieder raus aus Auto eben. Auto eben, bevor ihr jetzt rumheult, das wäre ja ein verbotenes Teil. Nein, ich nutze den Original Auto eben Modus von Wargaming. Und der ist zu 100% legal. Man darf bloß kein abgeändertes Modell vom Auto-Aim benutzen. Also die Original von Wargaming könnt ihr weiterhin nutzen. Der ist nicht so gut wie andere Auto-Aims. Aber ich habe ihn anderen genutzt. Ich komme damit zurecht. Auto-Aim rein wieder. Goldmurmel. Und da lasse ich mich wegrammen. Kommen wir zur Auswertung. Ja, das Ganze ist ein meisterlich geworden, sprich Panzerass. Ich habe wirkungsvoll bekommen den Schläger und natürlich auch den Unterstützer. Habe 40 Mal geschossen, 26 Mal getroffen dabei, 21 Mal Schaden verursacht. Ihr habt es ja im Gefecht gesehen, ich habe mit der Kiste verfahren wie mit dem Maschinengewehr. Immer raus mit den Granaten, wird schon irgendwas treffen. Gesamtschaden dabei 2314 Schadenspunkte auf über 300 Meter Entfernung davon waren 976 Schadenspunkte. Selber habe ich 2 Treffer einstecken müssen. Das waren natürlich auch Wirkungstreffer bei dieser nicht vorhandenen Panzerung. Ich habe insgesamt einen einzigen Gegner nur aufgescoutet, gespottet, aber dafür 9 Gegner beschädigt und noch 3 Gegner dabei vernichtet. Also dem Team geholfen, ordentlich Damage gemacht und finanziell hat sich das, weil ich einen Premium-Account habe, gerade so noch gerechnet. Weil ich einen Haufen Goldgranaten verschossen habe, weil mir die Munition ausging. Ja, gerade so gerechnet, dank Premium-Account habe ich hier 5.464 Credits Reingewinn. Ohne einen Premium-Account hätte ich hier 7.464 Credits miese gemacht. Ja, ihr hört richtig, dieses Gefecht wäre trotz Panzerass ohne einen Premium-Account Minusgeschäft gewesen. Aber da das ein Dreifachgefecht war, habe ich hier 5190 Erfahrungspunkte mitbekommen. Zum Fahrzeug muss ich sagen, er ist schnell, er schießt schnell, er ist sehr schnell im Anzug, also sportlich, also nicht lange beschleunigen, sondern er springt gleich nach vorne, gibt Gas, also man kann mit ihm schon Spaß haben. Seine Stärken sind nicht unbedingt 1 gegen 1, aber als Supporter funktioniert oder auch mal auf den Gegner drauf, wenn das Team mitspielt, wie in diesem Fall, geht es auch. Und zum Thema Auto-Aim nochmal, ich habe es ja im Gefecht gehabt, schon angedeutet, ich benutze hier das Originale von Wargaming, bevor Fragen aufkommen. Wargaming nennt es nicht Auto-Aim, sondern Gegner aufschalten. Ich werde es wohl weiterhin Auto-Aim nennen, ist auch egal, wie der Name ist, aber das ist das Originale von Wargaming und zwar, sie nennt es Aufschalten des Gegners. Tja, das soll's gewesen sein. Tschüss, euer Burgelcut.